Ahoi, liebe Schottland-Freunde hier aus den West Highlands auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, wir sind einfach stehen geblieben, weil wir dachten, wir fangen hier das Video an. Nicht, dass wir das bei Dirk von der Avantitour geklaut hätten. Aber, naja, da könnten wir noch was dazu sagen. Das machen wir auch gleich. Straßenverhältnisse. Aber wann machen wir das? Nach dem Intro. Du musst erstmal Luft holen, ne? Straßenverhältnisse, ja, was soll man sagen? Das mit dem Linksverkehr ist für mich nicht das große Problem. Aber? Die Straßen sind scheiße. Es rappelt und klappert und es rumst überall. Also da sind ja richtige Riesenschlaglöcher drin. Unglaublich. Wir sind aber froh, dass wir unseren Reifendruck reduziert haben auf das, 4 Bar. Das mit 5,5 Bar sage ich euch gleich, vergesst es. Fahrt hier gar nicht erst her. Sagt da gleich so, wie es ist. Lasst es. Dann rappelt's in Karton. Ja, wie gesagt, wir sind gespannt. Dirk, wie gesagt, war ja im März da und hatte eigentlich richtig coole Straßen. Nicht nur auf den Inseln, sondern auch auf den Orkney Islands. Ne? Ja, aber nicht nur dort. Er war auch hier, ist er ja lang gefahren, die NC500. Aber er ist nicht diese gefahren, ne? Ja, naja, wie auch immer. Alles merke ich mir. Also die Autobahnen so selber, die ersten waren jetzt auch nicht so toll. Also die Straßen sind schon ein bisschen ruppelig. Das ist ja schon ein bisschen. Also rau. Eigentlich genauso wie in Deutschland. Also wir empfehlen ich euch sagen, schlimmer. 4 Bar auf den Reifen, dann geht es. Ja. So, jetzt zeigen wir euch ein paar Bilder vom Platz hier. Wie gesagt, ja, super schön. Stellplatz hier. Von, wer ist das hier? Park for Night. Park for Night. Mhm. Und ich würde sagen, für die, die im letzten Video nicht bis zum Ende geguckt haben, gibt es hier nochmal ein bisschen was, was auch am Ende vom letzten Video war. Ja. So spart man sich Arbeit. Genau. Nicht ohne Kais Gummistiefel sollte man hier langlaufen. Es ist schon sehr matschig. Wir wollten eigentlich wirklich zu dem Loch, ich hätte beinahe Loch Ness gesagt, so heißt ja, das nicht. Vor allem, wir haben es nicht mehr weit, ne? Also es ist da hinten gleich. Also aber meine Schuhe sind schon so durchgenässt. Ich laufe da auf keinen Fall weiter. Das macht keinen Sinn. Das da, was ihr, ich zeig nochmal. Was ihr jetzt da seht, das ist das Loch in Achleis. Also, so ist es. Natürlich wird es ganz anders ausgesprochen. Das habe ich ja bei Kai gelernt. Man sagt es einfach so, wie man es liest. Und wenn es falsch ist, ihr könnt es ja verbessern. Ihr könnt es ja in Lautsprache schreiben. Ihr könnt ja per Instagram uns eine Sprachnachricht schicken. Ja, das geht auch. Wie das dann ausgesprochen wird. Auf jeden Fall mittendrin in dem West Highlands. Es sieht schon cool aus. Gefällt mir. Muss ich sagen, ist was Besonderes. Also, wenn man sich überlegt, heute Morgen waren wir noch in Edinburgh und jetzt sind wir mittendrin in der Pampa. Das ist schon cool. Sprichwörtlich in der Pampa. Ja,
Aber wir wollten nochmal auf jeden Fall rausgehen, weil ich habe jetzt schon wieder Datensicherung gemacht, geschnitten. Also man muss sich mal vorstellen, es ist unser eigentlich dritter Tag und das dritte Video ist schon wieder voll in der Mache. Also ich habe das Gefühl, ja, werden ein paar Videos fertig. Da wird wohl ein bisschen was werden, aber wir wollen auch immer schauen, dass wir es nicht extrem lang machen. Wobei, durch unser Gesabbel wird es leider immer länger. Aber das gehört dazu. Wir müssen ja auch was dazu erzählen, ne? So. Und wenn wir nur Dünnschiss erzählen, ne? Weil wir gar nicht wissen, was wir erzählen sollen. Egal, ob so, was erzählen. Wir machen nochmal einen Schwenk hier rüber. Ja. Und dann geht's zurück, weil ich werde noch ein bisschen weiterschneiden. Und Stefan kümmert sich um Essen. Was gibt es? Spaghetti à la Ostdeutsch. Spaghetti mit Würstchen, so heißt das aber. Ja. Ja, ich kenne das so nicht. Aber ich find's lecker. Gut, jetzt müssen wir nur wieder zurück durch den Moor von Mordor. Kriegen wir hin. Wir waren doch hier in Herr der Ringe, ne? Ja, genau. Dann der Turm war ja schon da. Dann passt Mordor perfekt. Ach ja, war das eine schöne Nacht hier. Eine richtig ruhige Nacht. Ein einziger LKW, der hat aber am Tage noch gehupt. Nee, ich glaube, das war ein PKW. Und ein PKW auf jeden Fall. Es ist so gut wie nichts los gewesen hier am Loch an Bababa. Keine Ahnung, wie das ist. Also wir ja, haben uns es ist wieder ein bisschen schwierig, ne? Wir haben uns den schwersten ausgesucht. Da vorne ist ein einfacher, da ist ein einfacher. Aber hier ist einer, der blub ist. Naja. Aber auf jeden Fall mega schön. Es war so schön hier, die Landschaft, wir haben sie sehr genossen. War ein Highlightplatz, auf jeden Fall. Und das Wetter ist heute wieder richtig schön. Ja, es ist windig, aber ich finde es warm, also ich finde es jetzt nicht kalt. Das ist wohl schottisch normal. Ja, unser Plan für jetzt ist es beziehungsweise, ich wiederhole das mal andersrum, im letzten Teil waren wir ja wieder auf dem Herr der Ringe-Fahrt. Genau. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Harry Potter Fahrt. Wir versuchen es zumindest. Mal sehen, ob wir Parkplätze kriegen und so weiter. Das kommt ja auch drauf an. Genau, wir wollen zu diesem Viadukt, wo der Hogwarts Express rüberfährt, der ja aktuell leider nicht fährt. Schade, das sonst wären wir ja gerne da mitgefahren. So, ne? Gerne mitgefahren, aber wenn er nicht fährt, schlimmer wäre, er würde ja später fahren. Aber das ist aktuell wohl nicht der Fall. Ja, wir genießen noch einmal die Aussicht. Und dann heißt es für uns Richtung Glencoe, Fort William und dann Abmarsch Richtung Glen. Diesen Viadukt. Zum Finningen. Wie hieß es nicht? Mr. Finningen, der immer Buff macht? Keine Ahnung. Da fahren wir jetzt hin. Up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is. Auf geht's, wir müssen wieder ein bisschen laufen.
Ja, ist jetzt aber nicht so großes Laufen, aber man merkt absolute Touristen-Hotspot. Ja, also, ja, genau. Wir tun uns das genauso an. Man muss ja dazu sagen, ist ja für uns das erste Mal, dass wir uns das überhaupt anschauen. Wir sind das erste Mal in Schottland, also machen wir natürlich auch die ganzen Touristenzeuge. Und jetzt gucken wir mal. Das ist, denke ich, klar. Es gibt so ein paar Viewpoints, glaube ich. Da müssen wir mal jetzt vielleicht auf der Karte hier schauen, wo wir am besten nämlich hingehen. Also hier gibt es eine Karte dazu. Und wir müssen entweder Bridge Viewpoint oder Viadukt Viewpoint. Und wir wollen natürlich zum Viadukt Viewpoint. Genau, da ist dann auch der Bahnhof da hinten und so. Beziehungsweise, glaube ich, ach nee, das ist ein Museum, ist das. Ja, ja, das ist die Station. Diese. Und normalerweise könntest du ja mit dieser Bahn fahren, leider aufgrund von Idioten, weil sie während der Fahrt die Tür aufmachen. Genau, leider gesperrt. Naja, irgendwelche Düsselköpfe gibt es halt immer. Das ist halt so. Wobei ich behaupten würde, also es heißt, es kostet 3 Millionen Pfund. Also wenn sie diese 3 Millionen Pfund da nicht wieder reinkriegen, dann weiß ich sie auch nicht. Also allein, es gibt demnächst eine Harry Potter Serie. Man überlegt, die Filme neu aufzulegen mit neuen Schauspielern. Das heißt, dieses ganze Universum, das lebt doch davon. Und wer weiß, ob es nicht irgendwann eine Hogwarts-Serie gibt. Also ganz ehrlich, dann kommt dieses Viadukt immer wieder und die Bahn wird immer wieder genutzt. Also das würde ich sagen, diese 3 Millionen Pfund kann man ruhig investieren. Ja, das würde ich auch sagen. Also wir schauen mal sehen, was es jetzt hier zu sehen gibt. Und was machen wir noch? Wir nehmen euch da mit. Ja, natürlich. Jo, ihr merkt, wir sind so ein bisschen auf den Spuren Harry Potters. Genau, nachdem wir ja erst im letzten Teil bei Dings waren. Bei? Herr der Ringe. Richtig. Hatten wir ja gesagt, jetzt gehen wir wieder zu Harry Potter über. Das ist in Schottland halt sehr gut möglich. Ihr habt jetzt sozusagen das Viadukt gesehen. Genau, wo der Hogwarts Express rüberfahren würde, wenn er fahren würde. Genau, die berühmte Szene auch mit dem, wie heißt das, mit diesem Auto, was da drüber fliegt. Im zweiten Teil. Wo Ron und Harry in diesem magischen Auto sitzen. Nur für die Leute, die Harry Potter auch kennen. Die Kammer des Schreckens. Richtig. Und hinter uns, das ist aus dem vierten Teil, also der Feuerkelch. Dort hat die zweite Aufgabe im trimagischen Turnier stattgefunden. Nämlich die in diesem Wasser sozusagen stattgefunden hatte. In dem, wie heißt das in dem Film, dieser See? Ja. Der verbotene See, frag mich doch sowas nicht. Nee, der es ist Loch. Schwarze See oder so, naja, ist egal. Es ist auf jeden Fall Loch Schiel. Genau, das ist auf jeden Fall da einige Szenen gedreht worden. Ja. Und man hat wohl, wenn man dieses Monument jetzt blendet, das euch vielleicht ein, falls man es nicht genau sieht, da kann man wohl hochgehen und richtig rübersehen. Das machen wir natürlich nicht. Was wirklich schade ist, Drohne fliegen ist hier natürlich verboten. Zumindest in einem näheren Bereich, so hat das Schild das zumindest so signalisiert. Auf dem Parkplatz war ja noch nichts, aber da starte ich natürlich nicht.
Genau. Und theoretisch könnte man genau gegenüber, da ist man auch da oben, könntest du da hochklettern, da siehst du es nicht und dann fliegst du hin. Ja. Aber es ist, wie es ist, wenn es nicht erlaubt ist, werden wir nicht fliegen. Ja, außerdem ist es halt leider immer so, dass es natürlich auch Leute gibt, die es übertreiben und dadurch gibt es natürlich diese Distriktionen leider immer wieder. Und ganz ehrlich, ohne dass der Zug überfährt, finde ich das Viadukt wirklich hässlich. Ich finde, in der Schweiz gibt es gerade den Albula Pass viel schöner Viadukte. Wenn man näher rankommt, ist es natürlich schon so eine Sache. Also dann muss man sagen, naja, so sieht es aber im Film nicht aus. Deshalb ja. Also Film ist Scheinwelt. Wir sind ja hier in YouTube, das ist alles Schein und Sein. So, ja, wir zeigen das schon mal, ne? Wir laufen jetzt dann noch weiter hoch, mal gucken, wie weit das noch ist. Denn da könnte man wohl die Station noch sehen, wo wohl die wo immer der Hogwarts Express angekommen ist, angeblich. Ob das so ist, wissen wir natürlich nicht. Aber ich glaube, ein bisschen laufen wir noch, weil ganz ehrlich, wir haben Wetter ist gut. 10 Pfund für diesen Parkplatz bezahlt. Dann muss man das auch ausnutzen. Billig war es nicht. Ist halt Hochsaison ab Mai. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do. My mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is. Kleine Pause hier im Glenfinnan Dining Car. Genau, ich habe einen Cider gehabt, sehr lecker, Apple Cider. Ich habe eine Coke, ich merke, Cider wird nichts für mich, ich merke diesen Biergeschmack, das ist absolut. Dabei war das gar nicht so, aber naja. Ich rieche das und das riecht wie Bier und dann wird es bei mir. Es ist halt ein bisschen Alkohol drin und Vergärung wird halt dabei sein. So, wie gut, dass man die Lausche immer auf hat, so haben wir gerade gehört, dieser verkackte Zug, der Hogwarts Express. Der fährt wieder. Der fährt die ganze Zeit. Bloß die Waggons sind wo aktuell nicht die klassischen Waggons, weil da kriegen sie ja noch keine Lizenz. Entschuldigung. Vielleicht fahren wir auch nochmal. Damit, das wissen wir nicht, wenn wir Glück haben und irgendwie passiert das, werden wir das nutzen. Zur Not müssen wir halt irgendwann nochmal wiederkommen. Ich wollte gerade sagen, wir schauen mal. Ich glaube, dann müssen wir das mit einer Kreuzfahrt mal machen. Weil wenn das jetzt ehrlich gesagt so ist wie... Also es steht auf den Internet, dass nicht traditionell, weiß ich nicht. Ja, plus 24, für 2024 kann man keine Sachen buchen. Und ja, das ist dann schwierig. Also, das wollen wir nicht. Wir werden es wahrscheinlich nicht machen. Er soll um 15 Uhr wohl über das Viadukt wieder fahren. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann wollen wir da sein. Deshalb laufen wir jetzt los. Wir haben es jetzt 13.21 Uhr. Wir haben anderthalb Stunden diesen ganzen Weg wieder zurück. Ja, nur schauen wir mal. Ob ich freue mich. Dampflok noch sehen. Das wäre schon cool. Ja. Ihr merkt, heute geht es hauptsächlich um das Glenfinnan Viadukt, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Glenfinnan Viadukt, naja, egal. Wir sagen einfach, das Hogsmeade Viadukt ist einfacher. Geht ja noch Hogsmeade hier. Der Hogwarts Express, das Hogwarts Express Viadukt. So. Was aber sehr lustig ist, also ich habe das jetzt mal nachrecherchiert, weil wir haben ja sonst was gedacht, diese Station, weil Viewpoints gibt ja hier alles so zu sehen. Und dann haben wir gedacht, was ist denn hier und bla bla bla. Und dann gucke ich mir, wo ist denn eigentlich Hogsmeade? Dieser Bahnhof, genau. Zwischen Newcastle und Hull. Ja, weil okay, komplett an der anderen Seite und im anderen Land. Und im Endeffekt sind wir dran vorbeigefahren, weil Hull und Newcastle sind wir ja gefahren.
Naja, vielleicht gucken wir uns das mal zum Schluss an, wenn wir noch Zeit dafür haben und Lust haben. Wenn wir daran denken, das sehen ist ja dann das nächste Problem. Also es wird in diesem Video, das haben wir euch jetzt so mal so Stunden später, wahrscheinlich um nichts anderes gehen, außer dieses Viadukt hier. Wir, wie gesagt, wir haben die Hoffnung, dass vielleicht der Zug noch kommt. Das wäre natürlich ideal. Ich will euch mal unsere Aussicht zeigen. Wir stehen hier, wir sitzen jetzt hier bei ARD und ZDF in der ersten Reihe. Ist natürlich schon klasse. Also wir haben hier bombastische Lage, um dann natürlich den Zug auch zu sehen. Ja, der erste Zug ist ja schon gefahren. Das war der Zug, der, wie heißt es, in Glenfinnan gefahren ist. Das war aber allerdings kein Dampfzug. Genau. Das war nicht der Hogwarts Express. Vielleicht kommt er jetzt gleich. Also was heißt gleich? Über eine Stunde, wenn überhaupt. In einer Stunde. Müssen wir mal gucken. Wir schauen. Wir wollen es ein bisschen ausharren. Deswegen haben wir uns hier den Schattenplatz gesucht. Und ja. Da haben wir doch gerade noch Glück gehabt und dass wir uns den Arsch platt gesessen haben. Sage und schreibe, knapp anderthalb Stunden saßen wir da, glaube ich, rum. Ja, ich hätte gesagt eine Stunde, aber mag sein. Nee, es war schon mehr. Aber es hat sich fast gelohnt. Also für richtige Fans ist es natürlich eher, wenn die Dampflok fährt und nicht eine Diesellok hinten angespannt ist. Dampflok ist ja im Prinzip dran gewesen, aber sie war ja nicht wirklich in Betrieb. Also von daher, die war halt einfach nur als optisches Ding dabei. Schade. Gut. Aber, und sie wäre auch in die andere Richtung besser gewesen, weil sie dann vorwärts gefahren wäre. Ne? Aber andererseits müssen wir auch dazu sagen, wir hätten es ja dann auch nicht richtig sehen können, weil sie ja eh auf die, weil wir ja nicht auf der anderen Seite gesessen haben. Genau. Trotzdem nutzen wir es aus. Wir haben es gesehen jetzt, muss man sagen. Und es war schon was Besonderes. Ja. Und dann haben wir jetzt den See. Wir sind nämlich nochmal an den See gegangen. Genau. Vor uns ist so ein Monument und hinter uns ist halt dieser See. Ja. Wie gesagt, hier hat der vierte Teil gespielt. Und diese Szene am See, wo sie da abgetaucht sind. Genau, aber das haben wir euch ja auch schon erzählt. Wir wollen ja nicht alles tausendmal wiederholen. Ja. Auf jeden Fall, der Mann ist, ja, faul würde ich gar nicht sagen. Er ist aber auch genauso kaputt wie ich, weil das war schon ein Anstieg da hoch die Berge. Da kannst du sehen, die Berge, da sind wir da hoch und runter. Und irgendwo da hinten ist ja die Station. Das heißt, also wir sind so viel gelaufen, dass wir und die Drohne umsonst mitgeschleppt haben, ja, dass wir jetzt keine Lust hatten, die Drohne hier mitzuschleppen. Es ist zwar ein geiles Bild, aber wir versuchen, andere Bilder jetzt zu animieren. Und damit soll dieses Video tatsächlich schon wieder enden. Es gab alles nur rund um Harry Potter. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Uns hat es auf jeden Fall gefallen. Genau, wir haben uns viel bewegt. Das ist auch mal wichtig in unserem Urlaub. Ne? Wir wollen uns auch bewegen. Ja. In der nächsten Folge soll es aufs Eyes of Skye gehen. Also aufs Isle of Skye, genau. Ja, da soll's, da wollen wir hin. Ob das was wird, wie das wird, wissen wir. Ob wir schon nicht da sind oder nicht, das müssen wir dann alles sehen. Genau. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to let go. Can you love me again? Can things ever